Alles klar. Jetzt wird's peinlich mit einem guten Kollegen von mir, einfach Peter, die letzte Missgeburt. Es wird rumschreien? Es geht. Also ah, okay. Im Maßen. Also was, wenn was, wenn im Maßen wie auf dem Vasen, oder? Genau, wenn der Nacht. Ach du Scheiße. Nico, ich wusste schon immer, dass du geistig zurückgeblieben bist, aber dass du auch noch fett und hässlich bist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Was wäre denn eine Lautstärke, die angebracht wäre? So wie jetzt gerade ist angebracht, oder? Hey, mach mal auf, da haben wir so ein Dezibelmesser. Schlägt der aus, wenn man zu laut ist? Ja, kann man den aufstellen? Da kommt so eine Faust raus und so in die... Sieht man. Also, über wie viel Dezibel dürfen wir jetzt heute nicht kommen? Ich würde mal sagen, ja, bis 79. So, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen auf mein... Es war halt wirklich so, bei Peter in der Wohnung, es war so, Alter, wie fett bin ich denn da? Guckt euch diese Missgeburt an! Guckt euch dieses hässliche Stück Scheiße an. Servus, Leute. Oh, ein Kampf! Oh! Mm. Ah. Ah. Oh! Ja, doch. Ja, das fühlt sich gut an. Oh ja. Oh mein Gott, das fühlt sich... beschissen an. Krampfst du? Ob ich krampfe? Ja, klar krampfe ich. Mein Kanal, heute mit den zwei Kollegen. Was ist mit mir? Und wir spielen heute, wer würde eher... Okay, also es läuft so, ich stelle eine Frage, ihr habt drei Zettel, wo eure Namen draufstehen und die... Ah, top, dass da ein Handy im Hintergrund aggressiv am Störgeräusche erzeugen ist. Geistig behindert, man. Die Person, bei der ihr glaubt, dass die es am ehesten machen würde oder ist, die hebt ihr einfach hoch. Test zur ersten Frage. Wer hat denn am ehesten das Spiel noch nicht verstanden? Digga, wie du trinkst. Wie trinke ich denn? Ach, im Video? Die Person, bei der ihr glaubt, dass die es am ehesten machen würde oder ist, die hebt ihr einfach hoch. Mit den zwei Kollegen und wir spielen heute, wer würde eher... Okay, also es läuft so, ich stelle eine Frage, ihr habt drei Zettel, wo eure Namen draufstehen und die Person bei der... Warum gucke ich so dumm? Was ist mit mir, Digga? Ich schwöre, aber ich feiere Lazo, ohne Witz, Lazo ist bester Mann. Wer ihr glaubt, dass die es am ehesten machen würde oder ist, die hebt ihr einfach hoch. Test zur ersten Frage, wer hat denn am ehesten das Spiel noch nicht verstanden? Das ist super schön. Was macht ihr? Ja. Autismus in Innenman! Wer hat das beste Auto von euch? Das beste Auto? Das beste Auto. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Nico, gut gemacht. Ey, der Typ ist komplett raus, Mann, ohne Witz, Mann. Oh mein Gott, Papipa. Ich schwöre, hier sieht es. So, jetzt erkläre ich kurz, warum mein Auto das Beste ist, okay? Mhm. Jungs, passt auf. So, okay? Wer hat sein Auto nach Walderbach abgeholt? Ich glaube, euch wird's gerade auch klar. Ey, Junge, ich schwör. Warum? Ich selber muss echt sagen, ich finde mich selber schon hin und wieder lustig. Ich bin ein witziger Typ hin und wieder, ja. Sascha und Peter finden das halt jetzt eher weniger. Okay, wer würde am ehesten eine Woche lang auf die Dusche verzichten? Auf die Dusche verzichten? Also das ist eine Frage, da muss ich ganz... Eingebildet. Ausgebildet. Kurz erklären zu meiner Antwort, es ist einfach auch die Realität so. Ja, also, vielleicht. Ich antworte nicht. Ich glaube auch das, was du im Kopf hast. Sind wir uns einig? Also, ja. Ey, doch. Ich bin jetzt nicht eklig oder sowas, ja? Doch. Nein. Doch. Ich dusche auch wirklich ganz oft. Ich habe es nur mitgemacht, damit der Joke da ist. Ich dusche wirklich jeden Tag. Ich dusche wirklich jeden Tag. Also, wirklich. Okay, manchmal dusche ich auch nur einmal die Woche, aber das ist ganz selten. Ja. Okay, nächste Frage. Wer kommt denn am besten von euch bei Frauen an? Ja, okay, das ist klar. Wer kommt am besten bei Frauen an, Digga? Guck dir die beiden Lappen doch rechts an, Digga. Was geht ab, Mann? Oh. 3, 2, 1. Oh. So eine Lüge von den Jungs. Nur weil die neiden, Digga, ich schwör. Also ich begründe ganz kurz, warum Bari das eigentlich eher ist und auf gar keinen Fall Nico, okay? Weil Bari ist für die Mädels immer der kleine süße Schlumpf mit den nötigen 50 und 500 Euro Scheinen der... Schlumpf. Als ob Frauen das geil finden, wenn jemand ein Schlumpf ist.
Habt ihr mal eine Frau gesehen, die gesagt hat, ach Mann, das ist aber ein richtig geiler Schlumpf. Mann, mit dem würde ich jetzt aber echt verdammt gerne einen One-Night-Stand haben. Alles klar, Jungs, was labert ihr denn hier für Kotze, Digga? Natürlich ist es Latzo. Natürlich ist es Latzo, weil der halt einfach ja, so ein schönes, rundes Gesicht hat. In der Geldbörse. Aber was glaube ich, Geldbörse in der Hosentasche. Und es kommt bei Weibern immer ganz gut an, habe ich zumindest so das Gefühl. Und ich kann euch sagen, also die Frage, aus der Frage zuvor sollte man schließen, warum Nico bei Frauen nicht so gut ankommt. Auf die Dusche verzichten. Ja, also ich möchte kurz erklären, warum ich der das Match des Tages bin. Ich bin mega der nette Typ. Und ist sympathisch, oder? Ist es nicht sympathisch gewesen jetzt gerade für euch? Warum hat keiner Sascha genommen? Digga, Sascha ist bei sowas der zurückhaltendste Typ ever. Wie nein? Digga, mega sympathisch. Hallo? Ich bin sympathisch, Mann! Du Missgeburt! Nee, aber bei Sascha ist immer so, der ist ja immer mega zurückhaltend. Und dann so im Hintergrund, er weiß doch ganz genau, dass Frauen auf ihn stehen. Er macht so auf schüchtern, zurückhaltender Typ. Und dann im Background, ja, Sascha, ist in Ordnung. Ja, und mein Name ist schon nicht auf den Zettel, weil ich einfach hässlich wie die Nacht bin. Nächste und Frage. Wer ist der hässlichste von euch? Sag mal ehrlich, jetzt mal ehrlich, wer findet ihr ist der hässlichste von uns dreien? Seid ehrlich. Warum denn ich? Hallo? Warum denn ich? Ich bin hier der Attraktivste. Hallo, seid ihr blind? Ihr seid die Besten, danke Leute. Der hässlichste von euch. Ja, keine Ahnung. Ich finde jetzt schon, dass ich ja jetzt nicht so gut aussehe. Ja, das ist auch eine Lüge. Aber so schlimm wie Sascha sehe ich auch nicht aus. Eins, zwei. Ich hab meine Wahl gerade im letzten Moment geändert. Das Ding ist, zu meiner Erklärung. Okay, den Move, den Sascha jetzt bringt, ist einfach nur absolut legendär. Pock Lazzo. Ich bin relativ froh, dass der Junge hinter der Kamera auch Sascha heißt. Boom! Wie er sich daraus gerettet hat, muss man muss Sascha lassen. In solchen Situationen ist Sascha a very intelligent guy, you know what I'm saying? Deswegen bin ich da jetzt einfach mal fein raus aus der Sache. Okay, nächste Frage. Wer hat sein Leben am meisten im Griff? Nico ganz bestimmt nicht. Nee, überhaupt nicht. Eins, zwei. Aber auch alles geschafft. Warum habe ich da gelacht? Ich verstehe es nicht. Geschäftliche Schiene so. Ja, eins, okay, eins, zwei, drei. Erklär mal, wieso du dich mal wieder selber gewinnst. Also Jungs, muss ich euch das jetzt wirklich erklären? Ja. Also, das Ding ist auch so eine Frage, auch schon wieder mit der Hygiene im Duschen und so, fällt es doch schon komplett raus, Alter. Jungs, ich sag euch warum. Ich bin ein aggressiver Hustler. Und das ist true. It's actually true. Ich bin ein aggressiver Hustler. Wenn es darum geht, Moneten aus dem Fenster zu schmeißen, auf die Dusche verzichten. Es gibt auch Hustler, die stinken. Was soll man dazu sagen? Jetzt meine letzte Frage. Okay. Und zwar, wenn euch alle drei prügeln würdet, wer würde gewinnen? Was ist das für eine Frage, Mann? Ja, ist also, okay, ich bin schon. Okay, ich hab meine Antwort. Ey, fuck, ich hab's nicht mitbekommen. Was? Wer würde am ehesten? Frage, Mann. Und zwar, wenn euch alle drei prügeln würdet, wer würde gewinnen? Oh, was sagt ihr da? Was sagt ihr? Sascha? Seid mal ehrlich, was denkt ihr, wenn wir uns prügeln würden, wer würde gewinnen? Oha, übel, viele sagen Sascha, warum Sascha? Also ich würde safe nicht gewinnen, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich bin wirklich, ich habe mich in meinem Leben noch nie geschlagen. Das Einzige, was ich in meinem Leben bisher geschlagen habe, war die Luft im Büro. Oh, fuck, ich glaube, mir wird schlecht. Oh fuck, ich glaube, ich muss kotzen. Oh fuck, ich glaube, ich habe mich verarscht. Oh, Stiermann. Seid mal ehrlich, warum denkt ihr, dass Sascha gewinnen würde? Also, meint ihr nur, weil der Größte ist, oder? Wegen Kickboxen, sagt ihr? Ja, gut, kann sein. Ich könnte mir auch... Zwischen Peter und Sascha wäre es interessant, weil Peter ist halt so ein kleiner Fettsack, der halt auf dich drauf rennt. Aber auf der anderen Seite, wenn Sascha dem halt einen Highkick zieht, dann ist er halt auch vorbei.
Ich könnte halt beim Hals eventuell noch den einen oder anderen Schlag verpassen, wie bei Giraffen. Ich zeige euch kurz, wie das aussieht. Hier wird sich kurzerhand halt mit den Hälsen gebombt. D'ordinaire, quelques coups suffisent à régler. Ah, arschgeil, dass das Ganze noch auf Französisch ist. Bonjour mon frère, ça va bien, le garçon, ouvrier, la fenêtre. Mais l'enjeu est de taille. Das sind meine Vorbilder. Alter, wie die sich batchen, Jungs, Alter, seht ihr das? Stellt euch mal vor, ich würde in so einem wirklich so einem realen Fight irgendwie zwischen so ein paar Kanacken. Jungs, Alter, was habt ihr gemuckt, Alter? Was hab ich letztes Mal gehört? Hast du meine Schwester beleidigt, Alter, oder? Komm her, wir bomben uns, Alter. Boom, 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 boom. Und ich gebe dir so Schellen mit meinem Hals. Wäre absolut Moncalazzo. Perfekt, Alter, dann hätten wir das Thema auch durch. Wenn Giraffen kämpfen, eine absolut gute Nummer, muss ich sagen. Ich finde die Technik von denen einfach am besten. Bin ich euch ehrlich, Mann. Die haben es halt einfach drauf, Mann. Was ist das für eine Frage, Mann? Ja, ist also, okay, ich habe eine Antwort. Ich auch, und ich begründe sie auch gleich. Okay, bereit? Ich setze fertig. Ah, du meinst du den Satz hinter der Kamera? Nee, ich meine mich. Weil ich gehe, seitdem ich 18 bin, nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus. Ah, okay. Ich wollte auch wegen Waffen sagen. Aha, zum Glück habe ich mir einen Wecker gestellt, ja? Wir gucken jetzt noch kurz das Video fertig. Boom, boom, boom. Ja. Ah, perfekt, Video ist fertig.